Servus ihr Lieben, ich bin der Alex und ich begrüße euch nun zu einer weiteren Folge Blasmusikstudio unterwegs und ich habe zwei ganz besondere Gäste, der Bernie und der Michi. Eine Ehre für uns, dass wir neben Alexander Wurz heute stehen dürfen. Er ist ein Blasmusikstar, er ist ein Tenorhandstar, Musiker, Woodmaster, Artist von Buffet Crambo bzw. Artist von Melton. Wie ist das entstanden? Ja, also Artist von Melton. Und die Übergruppe ist Buffet Crampon. Mhm. So haben wir das jetzt dieses Jahr begonnen. Gleich mit einem niednagelneuen Instrument. Du bist ja immer noch Woodmaster, muss man sagen. Ja, also der Woodmaster ist natürlich der stellvertretende Solist des Festivals, der Konzertmeister. Mhm. Und ja, der ist eigentlich dafür da, seine Projekte vorzustellen, aber auch vielleicht mal mit anderen Bands, wo man es nicht so immer gleich erwartet, einfach präsent zu sein über das Festival. Was sind deine Projekte? Ja, also ich habe natürlich meine festen Dinge, das ist Ernst Hutter, die Egerländer Musikanten, das Original. Da gehört natürlich die kleine Besetzung auch dazu. Über die Verbindung mit Woodstock gibt es die Woodstock-Musikanten, jetzt ganz neu das Woodstock-Tuba-Quartett. In allererster Linie lebe ich natürlich mein Dasein als Solist. Mhm. Und weil du gerade eben über Projekte gesprochen hast, da macht man immer sehr viele Projekte. Und mir ist es immer ganz wichtig, dass es vielseitig ist und dass ich immer wieder andere Dinge machen kann und dann bin ich schon sehr glücklich. Herzlich willkommen hier bei uns bei der Buffet Crampon und es freut mich, dass ihr hier seid und dass wir unter uns sprechen dürfen. Mhm. Der Ferdinand hat eine ganz spezielle und interessante Aufgabe bei Buffet, nämlich du bist Leiter der Forschung und Entwicklung. Genau, ich bin zuständig dafür, dass alle neuen Produkte, die im Blechbereich bei der Buffet Crampon Deutschland entwickelt werden, dass die von vorn bis hinten sauber durchlaufen. Mhm. Alex, vielleicht erklärst du mal ganz kurz, wie bist du jetzt mit dem Ferdinand zusammengekommen und wie ist das Tenorhandon geboren worden? Die Idee war eigentlich für mich, dass ich ein Tenoren haben möchte, das meine Vielseitigkeit ein bisschen abdeckt. Das ist ein Instrument, was ich für sämtliche Dinge, die ich tue, benutzen kann. Und da habe ich jetzt natürlich im Buffet Crampon und Melton super Partner gefunden. Mhm. Die das auch richtig toll mit mir umsetzen und das, diese Zusammenarbeit, gerade auch mit dem Ferdi, das hat richtig Spaß gemacht und das ist schon sehr interessant. Also außergewöhnlich ist als erstes mal, wir sehen alle hier, dass wir auf der rechten Seite drei Drücker haben und auf der linken Seite haben wir einen Drücker, die ergonomische Führung von dem Mundrohr, zum Beispiel die schweren Unterdeckel, die wir hier sehen. Trimmer haben wir auch noch an diesem Tenoren dran. Und über den Sound kann natürlich am meisten der Alex selber sagen. Alex, über den Sound kann man natürlich viel sprechen, aber schöner ist es, was zu hören. Darf er da in der Werkstatt sogar Töne spielen? Ist das erlaubt? Sehr gerne, dein grünes sehr Licht? Gerne, natürlich. Alex, wenn du so frei bist. Also ich spiele gerne was, aber ihr müsst mich ein bisschen unterstützen. Ja. Ich brauche so ein bisschen Perkussion, vielleicht auch jetzt auch vor dem Bildschirm, könnt ihr es auch ein bisschen mitmachen. Ich brauche so ein bisschen. Juhu! Jawohl! Super! Dankeschön, Ferdinand, für die Zeit. Und Alex, wenn du noch Zeit hast, schmeißen wir uns mit dem Michi nochmal raus im Showroom und spielen wir vielleicht unser Blasmusik Leipzig Nation. Das wäre für uns eine Ehre und für die sicher. Natürlich, sehr gerne. Blasmusik lebt! Auf geht's! Sonst!